Hallo zusammen, nach dem Kino ist für euch wie immer vor dem Kino, heute mit dem Film 47 Ronin. Bevor ich im Kino bin, so kurz vor sieben, habe ich mir den Trailer nochmal angeguckt, sah ganz gut aus, gefiel mir auch. Es war nichts Weltbewegendes, viele Sachen, die in dem Film so dargestellt wurden, gab es auch schon in anderen Filmen. Die 47 Ronin waren, wie manche schon wissen, 47 Leute, die da versucht haben, einen auf Rambo zu machen, was natürlich auch geschafft haben. So wie in dem Film 300 oder so ein bisschen leicht von Matrix angehaucht. Keanu Reeves spielt ja in dem Film mit, also in Glanzzeiten war das auch nicht hier so wirklich. Wenn ich da an Matrix denke, diese Kampfszenen, dagegen war der Film hier ein Witz. Ich will absolut nicht schlecht machen, den Film, der war schon cool. Coole Story gehabt, worum ging, Sex, Drugs und Rock'n'Roll und jede Menge gelbe Säcke. Überwiegend, was heißt überwiegend, nur Chinesen mitgespielt haben. Deswegen die gelben Säcke, gell? Logischerweise. Worum ging's? Ich bewerte den Film mit einer 3. War kein Burner, war auch nicht schlecht. Worum ging's, wie ich eben sagte, da war ein Typ, der konnte den Hals nicht vollkriegen und wollte einen anderen Typen, der halt auch viel Macht hatte, den wollte er stützen, da er tot ist. Dann hat er natürlich auch gepackt. Mit einer Hilfe von einer komischen Hexe, die dann auch mal gegen den Keanu Reeves gekämpft hat. Was könnte ich noch Schönes erzählen? Der Sinn für mich in dem Film war halt, diese 47 Ronin waren ja mal Samurai. Und wenn du dann kein Samurai mehr bist, dann bist du ein Ronin. Dann bist du ein enterter Samurai bist du dann. Ja, macht da Beckenbauer, da Boris Becker auch immer, ja, das sind für mich, jetzt habe ich den Faden verloren, scheiß verflixt nochmal, da waren halt diese 47 Ronin, die wussten genau, wenn sie das, was sie jetzt vorhaben, was sie ja durchgezogen haben, machen, dann sind sie entehrt und dann auf gut Deutsch gesagt, Kopf ab. Dafür muss man ja sagen, die hatten ein Ziel, einen Plan, einen Weg und die wussten genau, wenn sie diesen Weg gehen und da durchziehen, was sie geschafft haben, müssen sie sich töten. So waren halt denen ihre Regeln. Ehre hin oder her, wie bei den Klingonen, gell? Die leben, um zu kämpfen, um dann ehrenvoll zu sterben, das war denen ihr Sinn. Und da kann man sagen, Hut ab, der Film beruhte, wie im Abspann noch kurz kam, auf einer gewissen wahren Begebenheit. Da stand dann auch noch irgendwas, da jedes Jahr tausende von Pilgern an irgendeine Stätte reisen, um diese 47 Ronin zu ehren. Was lernt man daraus? Dass manche Leute könnten den Hals nicht vollkriegen. Und wenn man ungerechte Sachen tut, wie das hier in dem Film passiert ist, wo der eine Chef den anderen Chef getötet hat, wie, was weiß ich wer, der Bürgermeister von Vogel geht zum Bürgermeister nach Hof und macht den Kopf kürzer. Wie lange habe ich denn jetzt mein Video? 3 Minuten 26. Und jeder, der halt Scheiße baut, der muss dafür bestraft werden. Ganz einfach. Ich laber hier ein bisschen Scheiße. Ja. Jetzt wollte ich schon noch irgendwas sagen. Den Faden schon wieder verloren. Eine 3 habe ich dem Film gegeben. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll. Hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Man kann ihn gucken, aber wie sagt der gute Mann, der Jan von Kinocheck, also ein Kino-Kinofilm war es nicht. Der war nicht schlecht, der war nicht gut. Ich würde einfach mal sagen, irgendwas lacht mir noch auf der Zunge, ich komme da nicht drauf. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Machen wir kurz ein bisschen Musik. So, das soll dann schicken. Was wollte ich da noch sagen? Verflixt nochmal. Habe ich doch voll den Faden verloren hier. Wenn man sowas schon während dem Autofahren macht, gell? Da taucht schon nichts. Da würde ich einfach mal sagen, der Film war nicht empfehlenswert und wenn das, was ich eigentlich sagen wollte, kann ja auch nicht mehr so wichtig gewesen sein, da der Film nicht so der Burner war. Es wurde schön gekämpft. Und ging um Frauen und Liebe und hin und her und ja, ich würde mal sagen, in diesem Sinne, bis dahin, tschüss.